Hallo, guten Morgen, hier ist die Bianca. Heute möchte ich euch eine Pflanze vorstellen, die ich das ganze Jahr über hier bei mir finde. Ich habe die jetzt sogar bei Minustemperaturen, da wo der Schnee ein bisschen weg war, ich habe die sogar im Winter über gefunden. Das ist die Vogelmiere. Aber bevor ich anfange, möchte ich noch sagen, dass ich mir einen Spickzettel gemacht habe, damit ich den Faden nicht verliere. Und deswegen werde ich da ab und zu mal drauf schauen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also mich hat es neugierig gemacht, dass so eine kleine, zarte Pflanze das ganze Jahr über bei Wind und Wetter strotzt und zu finden ist. Und deswegen habe ich ja noch einmal ein bisschen mehr recherchiert dazu. In verschiedenen Büchern steht, sie ist ein ausdauerndes Wildkraut, das auch bei Minusgraden wächst und sogar unter der Schneedecke weiter wächst. Und das kann ich echt zu 100% bestätigen. Das habe ich auch so erfahren. Ich vermute ja fast, in jedem Garten ist die zu finden. Und wahrscheinlich kennen es die meisten, zumindest vom Aussehen her, werden es aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, als Unkraut wegjäten. Außerdem habe ich das schon in Blumentöpfen von meiner Mama gefunden, die im Garten standen. Und an Waldrändern und zum Beispiel auch, wo Bäume gefällt wurden, da habe ich das auch oft beobachtet, wenn der Boden recht aufgerissen ist. Das ist jetzt zum Beispiel auch hier der Fall. Da wurde gefällt und der Boden schaut recht aufgerissen aus. Und da habe ich eigentlich sonst noch nie Vogelmiere entdeckt. Aber ja, dieses Jahr wächst die dort. Und da habe ich nämlich auch dazu gelesen, dass sie gern da, wo Böden aufgerissen sind, wachsen, um den Boden, den Erdboden vor Austrocknung zu schützen und den Boden zusammenzuhalten. Warum die das ganze Jahr zu finden ist, das habe ich auch gelesen und das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich so ist. Das ist, dass die in mehreren Generationen an einem Fleck wachsen. Das heißt, die ältere Generation, die ist schon am Verwelken, bildet an Humus und die jungen und neue Generationen, die sind schon am Nachwachsen. Also wenn ich einen Garten hätte, dann würde ich echt diese Pflanze wachsen lassen, weil so einfach und leicht komme ich ja an so einem nährstoffreichen Salat sonst nicht dran. Ich muss also extra losgehen und hinwandern, um diese Pflanze für mich zu ernten. Und sie enthält zum Beispiel ganz viel Vitamin C, aber auch Calcium und Kalium und viel Provitamin A und Magnesium, um einiges zu nennen. Also das wird halt am meisten genannt. Und sie soll blutreinigend wirken. Also ich denke mal, das ist ja eine Pflanze, die man eben das ganze Jahr findet. Aber vor allen Dingen jetzt, wenn die Schneedecke weg ist, fällt die schon besonders auf. Und deswegen kann das mit dem blutreinigend und entgiftend schon gut sein. Sie wirkt aber auch zusammenziehend, stoffwechsel- und verdauungsfördernd, was man nach dem Winterschlaf gut brauchen kann auch. Außerdem als schleimlösend und harntreibend. Ich habe aber auch schon von äußerlichen Anwendungen gehört und gelesen, dass sie bei beschädigter Haut wie Neurodermitis eigentlich eine gute oder Ekzemen eine gute Heilwirkung haben sollen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Allerdings wird auch empfohlen, dass Schwangere nur sehr wenig davon essen sollen, weil viel Saponine und Oxalsäure enthalten sind, was ich nicht rausschmecken kann. Also schmeckt nicht so wie der Sauerampfer zum Beispiel, sondern eher nach jungem Mais oder junger Erbse. Und wie erkenne ich jetzt diese Pflanze? Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, ansonsten mache ich einen Blogbeitrag, den mache ich sowieso
Und ich habe sehr detaillierte Fotos, wo man es besser erkennen kann, aber ich probiere es jetzt trotzdem einmal. Also ich persönlich, also man kann es fast nicht verkennen. Diese gegenständigen Blätter, die etwas ei- bis herzförmig aussehen, die Blüten, die wachsen nicht aus einem separaten Stängel, sondern immer aus den Blattachsen raus. Ich weiß nicht, ob man so sehen kann. Also hier da oben. Sie wächst aus den Blattachsen. Jetzt ist sie noch ein bisschen zu, weil heute schon wieder Regen gemeldet ist und gestern hat es auch geregnet. Dann macht die ihre Blüten zu. Wird auch als Wetterfrosch oft bezeichnet. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wahrscheinlich nicht. Normalerweise ist das so ein am Stängel entlang, also der Stängel ist glatt und rund, aber er hat an einer Seite einen Haarstreifen, also wie so ein Irokesenschnitt. Und daran erkennt man das, dass der nur an einer Seite wie so ein Strich behaart ist. Aber ich poste da auf meinem Blog Fotos dazu, da kann man ja mal reingucken. Die Blüten, auch wenn man sie jetzt nicht sieht, will ich sie euch gern beschreiben. Oder finde ich hier jetzt vielleicht noch Blüte, die offen ist? Nee, die sind alle zu. Aber die Blüten, die sind eigentlich auch unverkennbar. Die haben 5 Blütenblätter, aber schauen aus wie 10. Weil jedes Blütenblatt fast wie eingeschnitten bis ganz unten aussieht. Also das sieht wirklich aus wie 10 Blütenblätter. Und die Kelchblätter, die grünen, das sind auch 5. Und die sind meistens so hoch wie die Blüte selber. Also ist die Blüte oft nicht höher, also meistens sind die gleich hoch. Und das ist eigentlich ein typisches Zeichen auch dafür. Und sie wird ja auch Hühnerdarm genannt. Und ich versuche euch jetzt zu zeigen, warum das so genannt wird. Also wenn man das Blatt am Stängel so, also wenn man die Vogelmiere am Stängel so zieht, dann sieht man, dass da drin wie so eine Art Schlauch ist. Wie so ein kleiner Darm quasi. Und das ist eigentlich auch eben, das ist typisch für die Vogelmiere. Ja, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, was ich zu der Vogelmiere so weiß. Jetzt schaue ich trotzdem noch einmal auf meinen Zettel, ob ich was vergessen habe. Ah ja, ich kann euch noch erzählen, wie ich sie am liebsten esse. Also gleich vor Ort am besten. Wenn ich unterwegs bin, dann esse ich die einfach beim Spazierengehen. Also ich habe es am liebsten in Rohkost oder aufs Brot mit Kräutersalz, in Salat rein, im Smoothie, wobei ich Smoothie eigentlich nicht so gern trinke. Ich mag es am liebsten pur direkt vor Ort eigentlich. Oder dann halt zu Hause mal auf ein Brot. Aber ich habe auch schon mir empfehlen lassen, dass es zum Möhren, also anstatt Petersilie, Vogelmiere ganz gut schmecken soll. Das klingt gut, aber ich habe es halt noch nie probiert. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Gedanken sagen. Ich habe mir überlegt, wie kann das sein? Also was für eine Qualität hat diese Vogelmiere? Was für eine energetische Qualität? Wenn die bei Wind und Wetter grünt und für uns verfügbar ist. Und sie ist ja wirklich sie schaut wirklich sehr zart aus. Also jetzt, sie schaut gar nicht so robust aus. Und da habe ich in einem Buch von der Jutta Sartorius Wildkräuterwanderung, da habe ich eine Antwort gefunden, die für mich total stimmig ist und womit ich auch in Resonanz gehe. Da heißt es: Die Vogelmiere steht für das Durchhaltevermögen, Selbstvertrauen und Hartnäckigkeit. Und da, ja, nachdem die Pflanze wirklich das ganze Jahr über bei jeder Witterung zu finden ist,
passt doch diese Beschreibung ihres Wesens ganz gut. Verbünden wir uns mit ihr. Sie steht ja jedem frei zur Verfügung. Und mit diesen Worten möchte ich mich für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.